Am Dienstagabend wurde feierlich und mit viel Publikum das dritte Stockwerk im Ronald McDonald Haus Tübingen eröffnet. Mit 8 Neuen und nun insgesamt 37 Apartments ist das Tübinger Elternhaus das größte der Stiftung in Deutschland. Insgesamt können hier zukünftig rund 800 Familien schwerkranker Kinder ein Zuhause auf Zeit finden. Schirmherr und Moderator des Abends war der bekannte Sportreporter Florian König. Grußworte kamen unter anderem von Sozialbürgermeisterin Daniela Harsch oder von Universitätsklinikumchef Michael Bamberg. Seit der Eröffnung in 2011 konnten bereits über 5000 Familien das Ronald McDonald Haus nutzen, um während der Behandlung des Kindes ein Zuhause auf Zeit direkt vor Ort haben zu können.